So, Akku gegen Frozen ist angesagt. Akku gewinnt den User Vote mit 93% der Stimmen, was recht eindeutig ist, würde ich sagen. Somit kriegt Akku den ersten Punkt, aber hören wir uns einfach die Bewertungen an. Bei Frozens Runde bleibt insgesamt wenig hängen. Die plätschert so ein bisschen vor sich her. Er rappt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig einmalig, dass das irgendwie hängen bleiben würde. Der Text ist jetzt auch keine Vollkatastrophe, aber die Angriffsflächen, die er gewählt hat mit der angeblichen Impotenz und dem Alter und Team Malle, war alles eher so ein bisschen meh. Bei Akku dagegen ist der Unterhaltungswert viel höher. Er rappt gut, setzt gute Pointen. Er hat lustige Punchlines wie die 1,90 Meter Line und die Energy-Süchtig Line. Und somit sehe ich Akku einfach insgesamt in so gut wie allen Punkten hier überlegen. Und deswegen geht das Ding 1-0 an ihn. Jo Leute, ich fahre jetzt einhändig. Yeah! Ich bewerte Akku gegen Frozen. Ich fange mit Frozen an. Der Impotent-Engel ist ganz okay, kann man so machen. Hat er mit Adam gut in Verbindung gebracht. Diese Akupunktur-Line und dieser Vollidioten-Lifestyle fand ich jetzt nicht so fresh. Ja, das mit dem aufgrund von Inkontinenz Shit-Droppen ist auch ganz noch ganz nett gewesen. Das Video ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, aber ein nettes Outfit hat der Junge. Fangen wir mit Akku, gehen wir mit Akku weiter. Ist ein lustiger Einstieg in Kombination mit dem Video in der Hängematte. Den Energy-Drink-Konsum zu fronten, gerade in Kombination mit dem Pfand, in Kombination mit dem JOB, was auch immer, ist ganz nice. Video ist auch nice. Aber ich möchte nicht, dass der Akku seinem Hund nochmal Papier zum Essen gibt. Das finde ich nicht gut. Ich rufe den Tierschutz an. Ja, ansonsten, ich gebe ihm 1-0 an Akku. Ich finde das relativ eindeutig, weil die Fronts von Akku klarer formuliert sind. Jo, Battle Akku vs. Frozen geht für mich mit einem 1-0 an Akku. Ich finde, Akku unterhält hier durch Text, Video und noch durch seinen Rap sehr gut. Diese Interview-Angriffsfläche hat er super witzig ausgenutzt. Ein paar Running Gags von 2015. Ja, treffen zwar nicht hart, aber es unterhält halt alles. Es ist ein schönes Gesamtpaket. Und vor allem, also diese Interviewzeilen finde ich halt wirklich ziemlich witzig so. Bei Frozen fehlt es mir so ein bisschen an Innovation. Die Malle-Lines finde ich, oder generell ihn alt zu nennen, Akupunktur, das finde ich alles ganz okay. Es haut mich halt wirklich nicht vom Hocker. Es lässt mich so ein bisschen kalt. Es unterhält mich einfach nicht. Und deswegen geht für mich der Punkt hier an Akku. Frozen hat hier einen Gegner zugelost bekommen, bei dem es wirklich schwierig ist, noch komplett unangetastete Angriffsflächen zu finden. VBT-Veteran, Mitglied bei Team Malle und der Akupunktur-Spit war zugegeben beim letzten Mal schon nicht neu. Alles in allem bräuchte es bei solchen No-Brainern irgendeine innovativere Herangehensweise oder wirklich geniale Formulierungen, damit es gut puncht. Außerdem fährt Akku diesen Malle-Style von sich aus schon viel zu selbstironisch, als dass man ihn damit einfach so angreifen könnte. Der Teilzeit-Alki zeigt dann, dass er in den letzten 17 Jahren gelernt hat, wie man gute Zeilen schreibt und delivert. Mit dem Interview hat er sich einen Gefallen getan und mit Witzen über das Energy-Regal und ein bisschen AT-Akku-Fanservice macht er für mich den Deckel drauf. Ein wirklich schönes Battle geht für mich an Akku. Akku gegen Frozen. Video finde ich bei Frozen besser, das wirkt insgesamt runder. Flow und Beat mag ich bei Frozen auch lieber. Allerdings verstehe ich nicht immer alles hundertprozentig, dank der Mische und der Cuts. Dagegen delivered Akku besser und mächtiger. Es hört sich alles insgesamt viel cleaner an. Ich finde auch den Text bei Akku besser, dass er Frozen vor allem am Anfang gut aufs Korn nimmt mit dem nicht stattgefundenen Interview und dass er eben dann dieses Image aufdrückt als energy-süchtiger Jugendlicher. Ja, finde ich insgesamt deutlich besser als Frozen, der Akku ja, versucht, dieses Mal-Image aufzudrücken, was ich bei Akku ehrlich gesagt gar nicht sehe. Ich finde, bei jemandem, der so eine lange Battle-Rap-Geschichte hat, kommt da relativ wenig bei rum. Deswegen würde ich hier insgesamt einen 1-0 in Akku geben. Und zum Abschluss kommt wieder ein Vote der Mundmische, der 3 zu 0 ausgeht und somit ebenfalls wieder ein Punkt an Akku. Somit ist das Endergebnis ein 7 zu 0 für Akku und somit zieht Akku ins Sechzehntelfinale ein. Dennoch danke für deine Teilnahme, Frozen.